We have to finish the teaching. Wir müssen die Lehre mit damit beenden. Now to deliver you from fear. Euch von Angst zu befreien. Because we have to fear the Lord, not demons. Denn wir haben den Herrn zu fürchten, nicht Dämonen. And I will give you a few scriptures about this. Und darüber gebe ich euch ein paar Schriftstellen. Now you write down the scriptures. Schreibt die Schriftstellen nieder. Number one, the signs of the believers. Die Zeichen der Gläubigen sind die. In Markus 16. In Mark 16. Yeah. Okay. These signs shall follow them that believe. Die Zeichen werden folgen denen, die glauben. In my name. In meinem Namen. So we have to believe in his name. Wir müssen also an seinen Namen glauben. Number one, Nummer we eins, shall cast out demons. Wir werden Dämonen austreiben. Not receive demons. Nicht Dämonen empfangen. So the believer, the sign for the believers is that he doesn't receive demons and casts out demons. Okay. Das erste Zeichen für die Gläubigen ist, dass sie nicht Dämonen empfangen, sondern Dämonen austreiben. Okay. Number two, they shall speak in unknown tongues. Nummer zwei, sie werden in neuen Zungen sprechen. And so this means baptism in the Holy Spirit. Das bedeutet die Taufe im Heiligen Geist. Jesus didn't say probably they are going to speak in new tongues. Jesus sagt nicht, dass sie möglicherweise in neuen Zungen reden. Or some will speak, some no. Oder einige werden sprechen, einige nicht. He says this is a sign of faith. Er sagt, das ist ein Zeichen des Glaubens. They shall catch up serpents. Let me see how it is ja. In English. Mm-hmm. Okay. Take up serpents. Sie werden Schlangen aufnehmen. I believe this speaks about servants of the devil. Ich glaube, das bedeutet Diener des Teufels. Many people do not believe. Viele Leute glauben nicht. But there are ministers of the devil. I speak people. Aber es gibt Diener des Teufels, Leute. That are speaking curses against the churches. Die Flüche gegen die Kirche sprechen. That are making witchcraft against ministers of God. Die Zauberei betreiben gegen die Diener Gottes. And we say no, it's foolish. Und wir sagen das, ach, das ist nur Dummheit. Okay. So the Bible says we are going to catch them, to take them with hands. Die Bibel sagt also, wir nehmen sie mit den Händen. And this means that if the snake bites you, it will not hurt you. Und das bedeutet, wenn die Schlange dich beißt, wird es dich nicht treffen. But if you have faith. Aber nur wenn du Glauben hast. And then it says, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Oh no. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. Und dann steht weiter, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. So this means first drinking poisonous thing. Das bedeutet als erstes Gift, wenn sie zu sich nehmen. Physical thing. Körperliches, als materielles Gift, ja. And also spiritual. Und auch geistliches. Because you can be attacked Denn in the spirit. Du kannst im Geist attackiert sein. But the Lord said it will not hurt you. Aber der Herr sagt, es wird dich nicht verletzen. If you have faith. Wenn du Glauben hast. And they shall lay hands on the sick and they shall recover. Und sie werden Hände auf die Kranken legen, auf die Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. But you see, it didn't say when you lay hands on the sick, demons are going to come into your body. Aber es heißt hier nicht, wenn du die Hände auf die Kranken legst, dann kommen die Dämonen und gehen in deinen Körper. Some people are afraid of this. Manche Leute sind vor dem Händeauflegen ängstlich. Sie haben Angst davor, Hände aufzulegen. And this is the way to release the power of God. Das ist die Art, die Kraft Gottes freizusetzen. And when the devil binds you with fear, und wenn der Teufel dich mit Furcht bindet, you are paralyzed, dann bist du gelähmt. And you just protect yourself, und du beschützt dich selbst. And you will never do the work of God. Und du tust nie das Werk Gottes. But he said, if you lay hands, aber er sagt, wenn du die Hände auflegst, the people will be healed. Die Leute werden geheilt sein. And then Luke 10, und in Lukas 10, Verse 19, Lukas 10, Vers 19, okay,
It says, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hier steht Lukas 10, 19, siehe, ich gebe euch die Gewalt, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Gewalt des Feindes, und nichts soll euch irgendwie beschädigen. So, Jesus said that he gives us power, and the word power is exousia. Jesus sagt also, er gibt uns Kraft, und die Kraft bedeutet exousia. Exousia is not exactly power, it is authority. Exousia ist nicht genau Kraft, sondern es ist Autorität hauptsächlich. The power came in Acts chapter 2. Die Kraft kam in Apostelgeschichte Kapitel 2. But here they received only authority. Aber hier haben sie nur Autorität empfangen. To tread upon serpents and scorpions. Auf Schlangen und Skorpione zu treten. When you step on serpents and scorpions, wenn du auf Schlangen und Skorpione trittst, they will bite you, werden sie dich beißen. But it says nothing shall by any means hurt you. Aber es heißt, die ganze Kraft des Feindes wird dich nicht beschädigen. So there is protection. Es ist also ein Schutz da. The Lord is giving us immune system. Der Herr gibt uns ein Immunsystem. Against the power of the devil. Gegen die Kraft des Teufels. Nothing means nothing. Nichts bedeutet nichts. Will hurt you. Nichts wird dich beschädigen. And he gives us power over all the power of the enemy. Und er gibt uns Kraft über alle die Kraft des Feindes. It is authority over all the power of the enemy. Er gibt uns also Autorität über die ganze Kraft des Feindes. And the word power of the enemy. Und das Wort Kraft des Feindes is dunamis of the enemy. Bedeutet die Dunamis des Feindes. It is power really. Das ist Kraft. So it says that there is power. Er sagt also, dass da Kraft ist. There is power in the poison of the enemy. Es ist Kraft im Gift von Feind. There is power in the mouth of the enemy. Es ist Kraft im Mund von Feind. And many people can be hurt. Und viele Leute können verletzt werden. But you believers, aber ihr als Gläubige, born again children of God, wiedergeborene Kinder Gottes, you are protected. Ihr seid beschützt. You are protected from the power of the devil. Ihr seid beschützt vor der Kraft des Teufels. And I want to finish here with this. Und ich möchte damit enden. There is no case in the Bible. Es gibt keinen Fall in der Bibel. When somebody prays for deliverance for somebody else. Wenn jemand für Befreiung für jemand anderen betet. And the demon from the man comes into him. Dass der Dämon von dieser Person in ihn hineingeht. There are only two cases. Es gibt nur zwei Fälle. Number one, what you read before. Nummer eins, was wir vorher gelesen haben. The demons from Legion. Die Dämonen von der Legion. From the man. Von dem Mann. They came out of the man. Sie kamen aus dem Mann heraus. But they didn't go to the people that fed the swine. Aber sie gingen nicht in die Hirten hinein. They went into the swine. Sie gingen in die Schweine hinein. And even in this case, und auch in diesem Fall, they had to ask permission. Mussten sie um die Erlaubnis darum bitten. From Jesus. Von Jesus. So demons even cannot enter into swine easily. Die Dämonen können auch nicht einfach in die Schweine hineingehen. The problem is not if you are near to somebody. Das Problem ist nicht, ob du in der Nähe von jemandem bist. The problem with the demons is sin. Das Problem mit den Dämonen ist Sünde. Sin is the door for demons. Sünde ist die Tür für die Dämonen. In Bulgaria, in some churches, in Bulgarien heißt es ist es in einigen Kirchen so. You start to cast out demons. Du fängst an, Dämonen auszutreiben. And the people say like this. Und die Leute heben sich die Hand vor das Gesicht. They don't want to look. Und sie wollen nicht hinschauen. Because they believe that through the eyes demons enter. Denn sie glauben, dass die Dämonen durch die Augen hineinkommen können. The only thing is I cannot find it in the Bible. Das Einzige ist nur, dass ich es in der Bibel nicht finden kann. Because the entrance for the demons is sin. Denn der Eingang und der Zugang für die Dämonen ist Sünde. And if you are alone at home, und wenn du alleine zu Hause bist, and you commit sin to God, und du begehst Sünde, especially occult sin, speziell okkulte Sünde, and you continue in sin, und du bleibst in dieser Sünde bestehen, then the demons will enter. Dann werden die Dämonen eintreten. Even if there is nobody around.
auch wenn niemand um dich herum ist. Because behind every sin there is a demon. Denn hinter jeder Sünde ist ein Dämon. That tempts you to do this sin. Der dich versucht, diese Sünde zu begehen. And then the second case that we have. Und der zweite Fall, den wir haben. And is Matthew chapter 12. Matthäus ist in Matthäus 12 dokumentiert. Verse 43 to 45. Vers 43 zu bis 45. Where Jesus said that the unclean spirit when he comes out of the man. Wo Jesus sagte, als der unreine Geist aus dem Menschen herauskam. He tries to find peace. Kreiste er herum und suchte Frieden zu finden. But cannot find. Aber hat er nicht gefunden. Then he thinks. Dann denkt er. Let me go back. Lass mich zurückgehen. To my house. In mein Haus. He thinks your body is his house. Er denkt, dein Körper ist sein Haus. And it is the house of the Holy Spirit. Und es ist das Haus des Heiligen Geistes. But for him, your body is his house. Aber für ihn ist dein Körper sein Haus. When I was in Strasbourg, als ich in Straßburg war, and we had service, und wir Dienst hatten, I was preaching in English. Habe ich in Englisch gepredigt. Translation was made in French. Die Übersetzung war auf Französisch. But there was a group of Germans. Aber da war eine Gruppe von Deutschen. And there was another lady translating especially for them. Da hat eine Frau speziell für die Deutschen auf Deutsch übersetzt. There were only about 10 people. Es waren circa 10 Personen. And when I finished the preaching, als ich die Lehre beendet habe, and I started to pray, und angefangen habe zu beten, but the pastor's wife told me that there is a problem in France with such ministries. Hat mir die Frau des Pastors gesagt, dass es ein Problem gibt mit dieser Art von Dienst in Frankreich. So I didn't have to say to spirits come out. Ich konnte also nicht. You were not allowed to. And it was not that I was not allowed, but she said, bitte schön, you know. Sie sagte, bitte sag nicht, dass die Dämonen. It is like something like this. So ungefähr. Yeah. Bitte sag nicht, dass die Dämonen ausfahren sollen aus den Menschen. Yeah. So, but there was one big German lady. Oder eine große deutsche Frau. Yeah. And she was like a little girl, you know. She looked like a little girl, but big one, you know. Anyway, there was a German lady. Yeah. Sie hat ausgeschaut wie ein kleines Mädchen. Yeah. Very, very interesting. Yeah. A very interesting lady. Sie war eine sehr interessante Frau. But I saw that she needs deliverance. Aber ich sah, dass sie Befreiung brauchte. So I went to the lady. Und ging ich zu der Frau. And spoke to the spirit. Und sprach zum Geist. In Bulgarian. In Bulgarisch. Because nobody understood Bulgarian. Denn niemand verstand dort Bulgarisch. And I said to the spirit. Und ich sagte zum Geist. Come out of her. Komm heraus aus ihr. In Bulgarisch. Auf Bulgarisch. Is less Finetunesus. Is less Finetunesus. Okay. And the spirit answered to me. Und der Geist hat mir geantwortet. The lady didn't know Bulgarian. Die Frau konnte Bulgarisch nicht. But the spirit understands. Aber der Geist hat es verstanden. But he spoke in German. Aber er sprach auf Deutsch. And he said, ich will nicht rausgehen. Er sagte, ich will nicht rausgehen. I remember the words, you know, these words. Ich erinnere mich genau an diese Worte. I said, no, you must go. Nein, du musst gehen, sagte ich. And he said, und er sagte, Ich bin hier. 21 Jahre. So seit 21 Jahren. Ja. 21 Jahre. Ich bin hier seit 21 Jahren. And he thinks that this is his house. Und er denkt, das ist sein Haus. I said, no. Und ich sagte, nein. Go. Geh. And he said, but she wants me. Und er sagt, aber sie will mich. And then at that time the lady was on the ground. Und zu diesem Zeitpunkt war die Frau am Boden unten. And I asked
the pastor's wife what we are going to do. Und ich fragte die Frau des Pastors, was sollen wir jetzt tun? Shall we continue or do it after that? She sollen said, wir weiter fortfahren oder sollen wir es nachher machen? She said better after that in the room. Sie sagte, es ist besser nach dem Gottesdienst draußen in dem Raum. So we stopped that. Dann haben wir hier aufgehört. And the lady came up. Und die Frau ist wieder aufgestanden. And she said, und sie sagte, but did I hit you? She said. Habe ich dich geschlagen? I said no. Nein. Probably she felt like hitting me. You know? Vielleicht hat sie sich so gefühlt, wie wenn ich sie geschlagen hätte. But after the service we continued with prayer. Nach dem Gottesdienst sind wir fortgefahren mit dem Gebet. The Lord delivered her. Der Herr hat sie befreit. And she was jumping. Und sie hat angefangen zu springen. And kissing everybody. Und sie hat jeden geküsst. She was happy. Sie war so glücklich. But before that, aber vor das Geschehen ist, she came to me and said, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, she said, please tell me, bitte sag mir, I'm born again Christian. Ich bin ein wiedergeborener Christ. How can this happen to me? Wie kann mir das passieren? I'm born again. I go to Baptist church. Ich bin von neuem geboren. Ich gehe in eine Baptistengemeinde. I told her, you can believe your doctrine or you can believe the reality. Ich habe gesagt, du kannst einer Lehre glauben oder du kannst der Realität glauben. And then she told me that she was raped by her father. Dann hat sie mir gesagt, dass sie vergewaltigt wurde von ihrem Vater. Then three black men raped her. Dann haben sie drei Schwarze vergewaltigt. And her husband was very violent with her. Und ihr Mann war sehr gewalttätig mit ihr. And all these things. Und all diese Dinge. In this case, she was not the guilty person, probably. In diesem Fall war sie nicht die schuldige Person. But because of all this violence upon her. Aber wegen all dieser Gewalt, die auf ihr war. A door was opened for these spirits. War eine Tür offen für diese Geister. And she needed to be delivered. Und sie musste davon befreit werden. And you go to the church. Und du gehst in die Gemeinde. You say to the pastor. Du sagst zum Pastor. I have problems. Ich habe Probleme. And the pastor says only believe. Und der Pastor sagt glaube nur. But you see, only believe doesn't work always. Aber du siehst, glaube nur funktioniert nicht immer. Only belief may mean cast out the demons. Glaube nur kann auch bedeuten, wirf die Dämonen hinaus. Because this is what the Bible says. Denn das ist es, was die Bibel sagt. But only belief doesn't mean to say only belief. Glaube nur heißt nicht, dass du nur sagen musst, glaube nur. So you see, then the demons try to come back. Ihr seht also, die Dämonen haben versucht, wieder zurückzukommen. But they try to come back to the same address from where they came out. Aber sie versuchten, in die gleiche Adresse zurückzukommen, wo sie herausgekommen sind. And if the reason, if the legal ground is not cleansed, aber wenn der legale Grund, der gesetzliche Grund, der es ihnen erlaubt hat, da zu sein, nicht gereinigt ist, then they can come back. Dann können sie wieder zurückkommen. That's why the person has to be cleaned. Deswegen muss die Person gereinigt werden. Put in order, in Ordnung gebracht werden, and filled, und wieder gefüllt werden, with the Holy Spirit, mit dem Heiligen Geist, with the Word of God, mit dem Wort Gottes, prayer and worship, mit Gebet und Lobpreis. And when they come and knock on the door, und wenn sie kommen und an die Tür klopfen, you will say no, never. Dann sagst du niemals wieder. They will try. Sie werden es versuchen. Maybe once, twice, vielleicht thrice. Einmal, zweimal, dreimal. But if you reject them, aber wenn du sie ablehnst, they will never come back. Werden sie nie mehr zurückkommen. So the Lord has promised us, der Herr hat uns verheißen, to be free, frei zu sein, and gave protection, und er gab uns Schutz, for his ministers, für seine Diener, not to be afraid, dass sie keine Angst haben müssen. If everybody is afraid, wenn jeder Angst hat, who will do the work of God? Wer wird dann das Werk Gottes tun? I'm in this ministry since 1998. Ich bin in diesem Dienst seit 1998. In deliverance. In Befreiung. And healing. Und Heilung. I mean the full gospel. Ich meine im vollen Evangelium. And from this time I cannot say how many people were delivered. Und während dieser Zeit kann ich nicht sagen, wie viele Leute befreit wurden. People came out of the psychiatry. Leute aus der Psychiatrie herausgekommen sind.
People came out of curses. Leute kamen aus Flüchen heraus. People were healed. Leute wurden geheilt. Even a person with AIDS were healed. Sogar eine Person mit AIDS wurde geheilt. But never, aber niemals, anything passiert to the people of God. Ist etwas den Leuten Gottes passiert? The Bible says. Die Bibel sagt. Pray one for another. Betet füreinander. That you may be healed. Dass ihr geheilt werdet. I can tell you the opposite. Ich kann euch das Gegenteil sagen. If you pray for healing for others, wenn du für Heilung für andere betest, God can heal you. Kann Gott dich heilen. Amen. Okay, this is something that happens. Das ist etwas, was passiert. So when you give, wenn du gibst, you receive. Empfängst du. And if you give the testimony, und wenn du ein Zeugnis gibst, this means you confess the victory of the cross. Das bedeutet, du bekennst den Sieg des Kreuzes. We overcome the devil. Wir überwinden den Teufel through the testimony. Durch das Zeugnis. So giving the testimony. So ein Zeugnis zu geben, give you confirmation for your healing and deliverance. Gibt dir die Bestätigung für Heilung und Befreiung. Do not be afraid. Hab keine Angst. Amen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus.